Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Workout gegen sogenannte Reiterhosen. Wir werden heute also die Muskeln stärken, vor allem die Außenseiten der Oberschenkel, natürlich auch unser Gesäß und ein bisschen uns warm machen jetzt davor. Denk auch daran, dass du Ausdauer trainierst, also die Cardio-Einheiten mitmachst, denn dann verbrennen wir natürlich auch Fett. Und die Muskeln sind wichtig, um zu straffen und um den Grundumsatz zu erhöhen. Und natürlich auch den anderen Körper stärken. Aber heute konzentrieren wir uns hier drauf. Kommt zuerst in eine Grätsche. Die Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen. Streck deine Knie, stütz deine Hände rückein und jetzt kreist du mit deinem Becken ganz locker. Mobilisier deine Hüftgelenke. Das Ganze dann auch in die andere Richtung, ganz locker. Und wieder zur Mitte zurückkommen. Einmal das rechte Knie heben, ausdrehen. Andere Seite, jetzt lass die Arme rücklocker mitgehen. Immer im Wechsel, die Beine heben und aufstellen. Die Hüftgelenke sind hier, die wir jetzt mobilisieren. Kleiner werden, bis du dann nur deine Knie im Wechsel hochhebst, Rücken gerade halten und jetzt den gegenüberliegenden Ellbogen in Richtung Knie bewegen. Den ganzen Körper einbeziehen in unser Aufwärmtraining. Und dann wieder ohne Arme und deine Füße am Platz abrollen, Fußspitze, Ferse, locker, Fußgelenke mobilisieren, immer wieder Brustbein heben. Und während du das jetzt machst, kannst du auch schon deine Handgelenke etwas durchbewegen. Die brauchen wir dann beim Stützen nachher auch mal in die andere Richtung. Dann nimmst du deine Ellbogen zurück und Schultern. Mobilisier deine Schultergelenke. Werde wieder kleiner, lockere dich aus und starte jetzt mit einem Trippeln. Ganz kleine, schnelle. Arme mitnehmen. Komm, komm, komm. Bauch spannen. Immer noch. Langsam wieder zur Mitte kommen. Gehen, auslockern. Erste Übung bereit. Hüftbreit geöffnet. Dein Gesäß, ich mache es mal seitlich mit. Nach hinten, unten. Oberschenkel parallel zueinander. Rücken gerade halten. Drück dich nach oben. Ich komme wieder zu dir. Und gleichzeitig ein Bein zur Seite heben. Schau mal, dass die Fußspitze zu mir nach vorne zeigt. Becken bleibt, nicht zu sehr ausweichen. Komm tief und wechsle gleich. Runter, Arme seit, Bein hoch. Und tief und hoch. Sehr gut. Immer in deinem eigenen Tempo. Andenken, dass die Technik, Übungsausführung passt, parallele Oberschenkel, Becken ganz stabil. Nochmal, jetzt bleibt drei oben, eins, zwei, drei und auf eins kommst du tief und eins, zwei, drei und auf eins kommst du tief. Nochmal, eins, zwei, drei und genau, gleich nochmal. Eins, zwei, drei und tief.
Geht noch? Sehr gut. Noch einmal. Und entspannen, auslockern. Gleich eins weiter. Wir gehen auf den Boden. Dazu kommst du gleich mal auf deine Knie und nimmst eine Hand auf den Boden, die andere Hand auf den Unterarm. Hier leicht eindrehen, Knie unter die Hüftgelenke, Bauch fest, raus aus der Schulter hier ziehen, ein Bein jetzt nach hinten wegstrecken, ganz lang. Und jetzt versuch das Bein zur Seite zu bewegen und wieder nach hinten zu strecken. Nochmal Seite, lass dein Bein oben und hinter. Nochmal. Geht noch 13, noch zweimal 14, ein letztes Mal und absetzen. Huiuiui. Auslockern. Kurz Handgelenk, Po, ruhig den Rücken auch rund werden lassen. Eine Seite noch, gleich zur anderen Seite. Wir starten wieder mit Knie und der Hüfte. Dann einen Unterarm ablegen, den anderen leicht eindrehen, zumindest ist die Hand, Bein nach hinten strecken und los geht's. Seitlich und wieder zurück, mach nur weiter. Drei. Geht noch. Fünf Stück noch. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch einen. Und locker hinsetzen. Super. In den Unterarmstütz. Du könntest dich auch ganz runterlegen in die Seitenlage. Wenn du hier stützt, trainierst du auch den unteren Oberschenkel mit, also von dem Bein, das unten liegt. Gefühlt den Unterarm in deine Richtung, sodass du hier rauskommst. Becken heben, Po nach vorne schieben. Bein heben, Fußspitze anziehen und jetzt bleibt dein Becken hier. Du ziehst den Unterarm in deine Richtung und machst hier ganz kleine Bewegungen hoch, tief. Geht noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gehen noch 10 und die letzten 10, komm, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker. Super, Beine etwas breiter als seine Hüfte aufstellen, mal Hüftgelenke lockern, indem du deine Beine entspannt nach rechts und links bewegst. Dann haben wir nur noch eine Seite. Komm rüber
Unterarm ablegen, Unterschenkel zurück, Becken nach vorne schieben, den in deine Richtung ziehen hier, Bein heben, Fußspitzen anziehen und los geht's. Oben bleiben. Spürt man es auch. Die letzten 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ablegen. Super. Hinsetzen. Oberschenkel fassen, in die Rückenlage abrollen und einen Moment lang klein werden. Richtig herziehen, ein bisschen auf dem Rücken hin und her bewegen. Kannst dir gerne ein Kissen unter deinen Kopf holen. Stell nacheinander die Füße auf. Vielleicht merkst du schon so ein bisschen Wärme in den Außenseiten. Jetzt, wenn du hier bist, sind die Handflächen zur Decke zeigend. Du schiebst die Füße in den Boden, kippst dein Becken, rollst dich hoch, nimmst die Füße etwas enger zusammen, bleib im Becken oben und jetzt tippe mit dem rechten Fuß raus, wieder ran, Becken bleibt und links und wieder ran. Ruhiges, stabiles Becken im Wechsel. Dann mal nur rechts, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechseln, nur links, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letzter Wechsel, 8, 7, Becken bleibt, 4, 3, 2 und wechseln, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Füße aufstellen, Wirbel für Wirbel abrollen, Zeit lassen, entspannen, super, lockern, linkes Bein ausstrecken, rechten Fuß in den Boden drücken, so ein bisschen nach rechts rüber dein Becken, hochziehen das Knie und nach links rüber, egal wie weit, Schultern bleiben unten, du sollst nur die Dehnung spüren. Du kannst auch hier variieren, höher oder tiefer. Versuch mit jedem Ausatmen jetzt so ein Stück tiefer zu sinken. Langsam zur Mitte ausstrecken, Becken in die Mitte, lohnt sich immer jetzt kurz zu vergleichen. Ich finde Wahnsinn, wie unterschiedlich sich da jetzt die Seiten anfühlen. Hat ihr auch. Den Fuß aufstellen jetzt, Becken wieder zur Seite schieben, Knie heben, Kopf zur anderen Seite und jetzt wieder egal wie weit, Kniehöhe oder tiefer, Schultern sollten unten bleiben und mit jedem Ausatmen ein Stück weiter in die Dehnung hineinschmelzen.
Dann ganz langsam wieder zurückkommen. Nochmal kurz wieder dein Becken in die Mitte schieben. Beine ausstrecken. Vergleichen. Wenn du Lust hast, streck und räkel dich nochmal am Boden. Zieh dich in alle Richtungen. Und stell dann die Füße nacheinander auf. Lass dich auf die Seite kippen und komm gleich über die Seite. Ein zweiter. Ein Bein unten durch. Auf deine Füße. Hände. Aufstützen auf die Oberschenkel. Und Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Zeit lassen. Zum Stehen kommen. Auslockern. Und jetzt ein Bein hinten kreuzen mit der Außenkante vom Fuß. Dann denselben Arm nach oben und jetzt darfst du die ganze seitliche Linie nochmal strecken. Wenn du möchtest, federst du, was gerade angenehm ist. Und dann wechselst du, andere Seite, nochmal Außenkante kreuzt. Arm nach oben, aufdehnen, vielleicht so ein bisschen federn. Nochmal wieder lösen, zur Mitte kommen, auslockern. Ein Bein anheben, Fuß kreuzt über den Oberschenkel, mit geradem Rücken nach vorne gehen, Knie nach außen. Stütze dich ruhig ab, halte dich ruhig irgendwo fest. Dann auch die andere Seite. Po nach hinten. Festhalten, wenn du möchtest. Und dann wieder lösen, lockern. Wenn du zwischendurch mal Zeit und Lust hast, dann nimm ruhig dein Gewebe und versuch's so zu kneten, zu kneifen, hochzuziehen. Und das machst du wirklich rundherum, wie es für dich geht. Auch die andere Seite natürlich. Es tut immer dem Gewebe gut, löst vor allem auch die Faszienschichten. Also rück, mal zwischendurch kneten. Kannst ruhig länger machen. Streck dich nochmal ganz lang. Zieh dich in die Länge. Öffne deine Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du Lust hast, häng natürlich noch ein Video dran an dieses. Oder du machst das wirklich als alleinstehendes Video. Wenn es dir gefallen hat, gefällt mir, drück einen netten Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Auch vielen Dank, wenn du es bereits tust. Der Link wäre unten, da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf und wähl dann aus, mit wie vielem Monat du das machen möchtest. 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, was es dir wert ist. Ansonsten such in der Suchzeile von YouTube, was du noch so machen möchtest. Da kannst du eingeben, zum Beispiel Arme Gabi Fastner oder Innenseiten Oberschenkel Gabi Fastner oder was auch immer. Und trainiere regelmäßig mit mir. Freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Und ich freue mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal auch wieder da bist. Bis dann!